Die 90er Jahre waren ein unglaublich tolles Jahrzehnt für neue Technologien, für Technikinteressierte und Enthusiasten. Denn das war auch das Geburtsjahrzehnt sämtlicher Linux-Betriebssysteme. Bereits im Jahr 1993 haben Slackware und Debian das Licht der Welt erblickt und bereits ein Jahr später, 1994, hat das Unternehmen Gesellschaft für Software- und Systementwicklung GmbH, also kurz SUSE, ebenfalls ein eigenes auf Slackware basiertes Linux-Betriebssystem auf den Markt gebracht mit der Linux-Kernel-Version 1.0.0. Damals wurde das Betriebssystem noch auf 40 Disketten ausgeliefert in einer Box, das heißt, man konnte sie in einem Laden erwerben. Mittlerweile ist OpenSUSE, so wie das Betriebssystem jetzt heißt, etwas losgelöst von dem ursprünglichen Unternehmen und wird von einem unabhängigen Entwicklerboard gepflegt und gehostet. Und wir schauen uns heute mal an, was genau OpenSUSE Linux ist, wie man es installiert und was man da so Schönes entdecken kann. Also schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Heute ist wieder Sonntags, Zeit für Sonntags-OS, Linux-OS wollte ich gerade sagen, Zeit für Sonntags-OS und heute widmen wir uns OpenSUSE Linux. Hier auf der Webseite von opensuse.org kann man schon sehen, dass es hier zwei große Versionen von OpenSUSE gibt. Einmal Tumbleweed und Leap. Was da genau die Unterschiede sind und für welches du dich entscheiden solltest, das klären wir jetzt im Laufe dieser Folge. Ich werde mir jetzt einfach Leap herunterladen, beziehungsweise das habe ich bereits heruntergeladen und das werden wir auch installieren. So, hier habe ich mich nämlich schon etwas eingerichtet. Ich habe eine virtuelle Maschine erstellt, mit ein bisschen RAM-Speicher, ein bisschen Prozessorleistung und die CD ist bereits eingelegt. So, was uns gleich zu Beginn auffällt, etwas anders als bei vielen anderen Betriebssystemen ist, dass ich hier nicht die Möglichkeit habe, mich in eine Art Live-Umgebung einzuwählen, so dass ich dann mir erstmal vorher anschauen kann, was ich denn haben möchte. Auch wenn ich hier auf More gehe, wird mir nur das Rettungssystem oder das Boot-Linux-System angezeigt, wobei das hier wirklich nur die Konsolenversion dann ist. Das heißt, da wird mir dann die Textkonsole angezeigt. So, ich habe hier die Möglichkeit, die zu installieren und ein Upgrade durchzuführen. Warum hier Upgrade steht, dazu kommen wir dann später noch. So, Installation. So, nachdem wir auf Installation geklickt haben, ist schon eine ganze Menge passiert. In dem ersten Bildschirm mit dem grünen Balken unten, der dürfte vielen älteren Leuten durchaus bekannt vorkommen, den Kindern der 90er Jahre, denn diese Form der Hardwareerkennung hat es quasi schon von Anfang an immer in der Form gegeben und hat sich bis heute optisch auch nicht geändert. Finde ich sehr, sehr interessant. So, was ist dann zwischendurch noch passiert? Es gab ein Network Auto Setup, das heißt, die Netzwerkverbindung wurde automatisch eingerichtet. Der gesamte Installer ist dann geupdatet worden und die Repositories wurden nochmal initialisiert. So, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, die Sprache auszuwählen. Ich suche Deutsch. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier doch French, German hier. Da haben wir es, jawohl. So. Tastaturtest, hier gucke ich immer, ob zum Beispiel die Tilde und die Akzenttasten funktionieren. Wobei die Tilde ist das hier. So, dann mit der Lizenzvereinbarung sind wir soweit einverstanden. Einmal weiter. Und hier fragt mich Yast2, ob ich die Online-Repositories aktivieren möchte. Ja, das möchte ich. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit auszuwählen, welche Online-Repositories ich denn aktiviert haben möchte. Das lasse ich aber alles jetzt so, wie es ist und gehe auf Weiter.
So, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, einen Desktop auszusuchen. Es gibt einen allgemeinen Desktop, das finde ich sehr interessant, werde ich jetzt aber nicht austesten. Wir gehen auf Desktop mit KDE Plasma, denn das ist so das ursprüngliche, auch eines der ersten OpenSUSE oder eines der ersten SUSE Linux Betriebssysteme sind ebenfalls mit KDE ausgeliefert worden. So, hier wurde bereits ein Layout vorgeschlagen und das finde ich total interessant für die Partitionierung. Und zwar wird hier nicht klassischerweise einfach mit ext4 partitioniert, sondern mit einem Dateisystem namens btrfs. Btrfs gilt mittlerweile als eines der sichersten und zuverlässigsten Dateisysteme. Deswegen lassen wir das auch so wie vorgeschlagen und gehen hier auf Weiter. Und dank der Internetverbindung, die ich habe, wurde bereits die Zeitzone erkannt. Region Europa. Jawohl. Und hier vollständiger Name des Benutzers. Heute ist der Benutzer TB und der Benutzername ebenfalls TB. Schöne Grüße gehen raus an meinen Zuschauer TB. So, dann vergeben wir ein sicheres Passwort für den Nutzer TB. So, und automatische Anmeldung möchte ich nicht. Ich möchte, dass ich mich anmelden muss. So, jawohl. So haben wir es richtig. Und dann geht es los. Installation bestätigen. So, jetzt kommt der Warm-up, der Warmlauf. Und dann wird die Installation gestartet. Ja, OpenSUSE bzw. auch SUSE Linux war auch für mich persönlich eines der ersten Betriebssysteme, mit denen ich in Berührung gekommen bin in meiner Jugend. Und die Installation hat sich tatsächlich bis heute gar nicht so verändert. Ja, die Installationsroutine und auch vom optischen her. Ich hatte mir damals immer regelmäßig die Zeitschriften gekauft, die Linux aktuell Zeitschriften, wo SUSE Linux als DVD und als CD mit dabei war. Und ja, dann war die Installationsroutine quasi ähnlich wie hier, nur mit dem Unterschied, dass es eben keine Online-Repositories gab, sondern ich hatte das Hauptrepository für die Installation und dann zusätzlich noch ein Software-Repository, das war dann meistens auf einer zweiten DVD, wo dann zum Beispiel so Sachen wie VLC Media Player und GIMP und auch die Desktop-Umgebung mit drauf war. Und wenn man das System dann aktualisieren wollte, mal auf eine neuere Version, musste ich immer einen Monat warten, dann habe ich mir die neue Version, eine neue Zeitschrift gekauft und habe dann die neue CD oder die neue DVD in die Repositories einfach hinzugefügt und dann die Aktualisierung über Zipper durchlaufen lassen, beziehungsweise über YAST 2. YAST 2 ist Setup Tool. Ja, YAST ist eine Abkürzung für Yet Another Setup Tool. Ja, das ist im Prinzip sowas wie die Programmeinstellung. Im Prinzip könnte man sagen, war OpenSUSE und auch SUSE Linux damals sogar kostenpflichtig. Und das ist auch so, denn die ersten Versionen wurden tatsächlich in den Läden verkauft, nämlich in den Elektrofachmärkten. Man konnte dann in einen Elektrofachhandel gehen und dann konnte man entweder Windows 98 bzw. Windows 95, je nachdem, was da aktuell noch schon auf dem Markt war, ja, Windows 95 kaufen und direkt daneben war dann eine dicke, fette Box mit mehreren CDs oder auch Disketten noch mit SUSE Linux. Und dieses Paket war oft deutlich günstiger als das Microsoft Windows Paket. Schreib du mir doch mal in die Kommentare, was dein erstes Betriebssystem war, mit dem du in Berührung gekommen bist, also Linux-Betriebssystem. Windows, denke ich mal, hatte so jeder seine ersten Erfahrungen mitgemacht. Aber welches Linux-Betriebssystem war denn so dein allererstes Linux-Betriebssystem? Oder hattest du vielleicht schon eins noch weit vor Linux? Jetzt wurde die Installation auch beendet. Es wurde der Bootloader noch installiert und das System ist bereit neu gestartet zu werden.
Okay, los geht's. So, jetzt sind wir wieder im Grub-Menü. Wir starten OpenSUSE Lib. Hier sind wir jetzt der Nutzer TB. Das wollte ich nämlich auch, dass wir unbedingt uns hier manuell einloggen und nicht automatisch. Wenn ich mehrere Desktop-Umgebungen installiert habe, habe ich hier die Möglichkeiten auszuwählen, ja, auf welche Umgebung ich mich einlogge. So, hier gibt es einmal Plasma, Full Wayland und Plasma Wayland. Ich wähle ganz normal Plasma aus, da wird dann X11 verwendet als Display Manager. Das ist für die virtuelle Maschine ein bisschen einfacher zu handeln. So, was haben wir denn hier noch? Aha, Standby, neu starten herunter und Benutzer anzeigen. Ah ja, okay, da kann ich dann, falls ich mehrere Benutzer habe, dann hier entsprechend den Benutzer auswählen. So, wir sind aber heute TB und loggen uns ein. Anmeldung fehlgeschlagen. Ja gut, ich glaube, das muss klein geschrieben werden. So, wir können es ja nochmal probieren. Ja, jetzt hat's geklappt. Oh, ein wunderschöner Bootscreen und schon sind wir auf unserer Desktop-Oberfläche. Bevor wir aber loslegen, ganz wie gewöhnlich, muss ich erstmal die Auflösung noch anpassen. So, ich musste mich doch mit Wayland anmelden, da hat das nämlich mit der Anzeigeeinrichtung hier in der virtuellen Maschine nicht geklappt, der hat die Auflösung nicht übernommen. Das ist aber überhaupt nicht so schlimm, das soll uns gar nicht so sehr stören. Wir haben lediglich wieder so ein bisschen spürbar schlechtere Performance. Wie gesagt, das liegt aber nicht an der Performance an sich, sondern an Wayland. So, wenn wir das erste Mal eingeloggt sind, dann werden wir mit diesem wunderschönen Willkommensbildschirm begrüßt, den wir beim nächsten Start auch wieder anzeigen lassen können oder auch nicht. Und hier kann man sich dann schon mal belesen, was man denn mit OpenSUSE so alles machen kann. Ich schließe das jetzt und wir schauen uns das Ganze mal genauer an. Als allererstes würde ich mal sagen, im Hintergrund haben wir ein wunderschönes, dezentes Hintergrundbild. Dieses können wir direkt einrichten über Arbeitsfläche einrichten und so werden uns hier schon mal das Standard OpenSUSE Bild angezeigt oder auch das KDE Default. Das ist Next, nennt sich das, wenn ich hier auf Anwenden klicke. Dann wechselt der dieses, das ist der Standard-Hintergrundbild für KDE. Wenn man KDE also egal wo installiert, dann wird das als erstes angezeigt. So, wenn man auf Hintergrundbilder herunterladen klickt, dann werden einem die schönsten Plasma-Hintergrundbilder angezeigt, direkt auf von kde.org. Gibt es hier die schönsten Hintergrundbilder, für jeden was dabei. Wir belassen das jetzt aber bei dem Standard-Hintergrundbild, denn ich muss sagen, mir gefällt das Original, das Standard-Hintergrundbild wirklich sehr, sehr gut. So, dann schauen wir mal, was wir hier alles so zu bieten haben. Hier haben wir das Standard-KDE-Menü. Das ist wunderschön kategorisch angeordnet. Das ist schon ziemlich lange so gemacht worden. Und hatte sich damals ein bisschen angelehnt auf das Startmenü von Windows 7. Und schauen wir mal, was wir hier so haben. Einmal KMail als E-Mail-Programm, das Standard KDE KMail-Programm. Mit den dazugehörigen Modulen Kontakt und K-Organizer. Dann haben wir LibreOffice. Und zwar das komplette LibreOffice-Paket. Schauen wir doch mal, welche Version wir hier installiert haben. Über LibreOffice und zwar die Version 7.1, also ziemlich aktuell. Und das ist die OpenSUSE-Version. Wir haben es gerade eben an diesem Splash-Screen gesehen und auch hier sehen wir, ist das OpenSUSE-Maskottchen, der kleine Chamäleon, immer mit dabei. So, machen wir weiter. Was haben wir noch so Schönes? Also Anwendungen, so, Büroprogramme.
So, hier war da nichts weiter. Dann machen wir dann gibt es einige Dienstprogramme. Ich gucke mal, ob ich das Ganze hier mit ja, das kann ich. Ja, sehr gut. So, Dienstprogramme. Wir haben eine Emoji-Auswahl. Das ist mittlerweile standardgemäß bei KDE mit dabei. Kate ist ein Texteditor. Dann so die üblichen Verdächtigen wie ein Taschenrechner, ein Notizentool wie K-Notes. Dann Cleopatra ist ein Zertifizierungsprogramm. Und dann schauen wir mal weiter. Was haben wir noch? Ja, die Einstellung, da kommen wir dann gleich zu. Gucken wir mal bei Grafik. Da haben wir also LibreOffice Draw, ein Scan-Programm, ScanLight. Und was haben wir noch? Internet, da müsste der Firefox installiert. Jawohl, der Firefox ist standardgemäß vorinstalliert. Es gab bis vor ein paar Jahren noch den Standardbrowser Conqueror, wer den vielleicht noch kennt. Dieser ist aber obsolet, der wird auch nicht mehr wirklich weiterentwickelt und deswegen hat jetzt der Firefox Einzug in KDE erhalten. So, dann haben wir noch ein IRC-Programm. Was haben wir sonst noch? Ein Remote Desktop Viewer, der Tiger VNC. Sehr interessant. So, machen wir mal weiter. Halt. So, zurück. Multimedia. Bin ich mal gespannt. Der VLC Media Player ist der einzige Standard Media Player hier auf dem System. Sehr interessant, weil Amarok sonst auch als Musikplayer immer schon mit bei KDE dabei war. Den vermisse ich tatsächlich. So, dann haben wir noch diverse Spiele wie Mahjong und so weiter. Brauchen wir jetzt aber nicht. Wir gucken mal in die Einstellungen. Da gibt es die ganz normalen Systemeinstellungen, die Tablet-Erkennung für Wacom-Geräte und das Administrationstool Yast. So. Und Yast hat sich ebenfalls, zumindest optisch, nicht sonderlich groß verändert. Es ist ein unglaublich tolles, sehr kraftvolles Administrationstool, denn hier kann ich alle Software-Repositories hier steuern und administrieren und auch die Software selber, die ich installieren oder löschen möchte, kann ich hier ebenfalls einstellen. Erinnert auf den ersten Blick an die Synaptic-Paketverwaltung, wer jetzt mit Debian und Ubuntu schon zu tun hat, dem wird das wahrscheinlich durchaus schon ein bisschen bekannt vorkommen. Und dann wir schauen mal, was wir hier so finden. Schau mal, ob NeoFetch hier verfügbar ist. Jawohl, NeoFetch ist hier verfügbar. Ich will aber mal nicht NeoFetch noch nicht installieren, sondern Amarok. Mal schauen, ob es diesen Player tatsächlich noch gibt. Ja, diesen Player gibt es tatsächlich. Und mir wird hier sogar, wenn ich Amarok suche, auch als Alternative Clementine angezeigt. Ein Musikplayer, der von Amarok 1.4 inspiriert wurde. Und ja, ich werde jetzt einfach mal Amarok und das Language-Paket hat er jetzt automatisch mit ausgewählt, weil er sieht, dass mein System auf Deutsch eingestellt ist. So, wir machen mal übernehmen. Jetzt sagt er mir, was dann alles mit installiert wird. Ich sage fortfahren. Und so einfach ist es, Software zu installieren auf OpenSUSE. Das heißt, auch hier für die Installation von Software ist ein Terminal mit den Konsolenbefehlen nicht zwangsläufig notwendig. Jetzt kann ich hier fortfahren drücken, dann wird das Software Center nochmal geöffnet oder ich gehe auf Beenden und dann wird alles geschlossen. So, hier kann ich dann auch die Repositories einsehen und wenn ich bei der Installation zum Beispiel bestimmte Sachen nicht aktiviert habe, kann ich das Ganze hier dann hinzufügen oder auch wieder entfernen. Wir lassen aber hier alles so, wie es ist. Das sieht für mich alles völlig in Ordnung aus. Was ich in Yast ebenfalls machen kann, ist den Bootloader, also den Grub Bootloader konfigurieren. Das ist das, was ganz am Anfang gestartet wird.
wo ich dann auswählen kann, ob ich das Betriebssystem starten kann, möchte oder vielleicht in ein Snapshot reinbooten möchte. Des Weiteren kann ich hier auch sogenannte Kernel-Parameter mit übergeben und vorher abspeichern. Wenn ich also bestimmte Module im Kernel nicht mitgeladen haben möchte oder umgekehrt, ich möchte ein paar Module zusätzlich noch durchinstalliert haben oder aktiviert haben, wenn ich OpenSUSE starte. Und falls mir das Theme nicht gefällt, dann habe ich hier die Möglichkeit, ein eigenes Theme einzurichten. Und hier kann man noch einstellen, wie lange der Grub Bootloader offen bleibt, bevor der das erste Standardbetriebssystem automatisch startet. Gut, dann machen wir weiter. Partitionsprogramm, hier kann ich dann auch schauen, wie die Festplatten partitioniert sind. Ich kann hier die Samba-Server und sämtliche Netzwerkkonfigurationen noch durchführen. Es gibt eine Firewall und AppArmor für eine Art Antivirenprogramm. Hypervisor Toolkit für virtuelle Maschinenverwaltung und für Zen. Verwaltung, KVM und Zen, finde ich sehr interessant. Auch das hat es schon seit den 90er Jahren schon immer gegeben. Und da merkt man auch, dass OpenSUSE sich wirklich, oder dass SUSE Linux schon damals sich wirklich auf den geschäftlichen Markt auch konzentriert hat. Ja, für Großunternehmen und so weiter. So, machen wir mal hier zu. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch so Schönes finden. Ich gehe mal wieder auf Anwendungen. So, dann System. Im System haben wir dann noch ein Archivierungsprogramm und Discover. Discover ist ein Software Center, das etwas benutzerfreundlicher ist als, also für den Erstanwender, benutzerfreundlicher ist als jetzt das Yast-Menü. So, Aktualisierungen werden geholt. Der muss das Discover Center selber erstmal aktualisieren, bevor wir hier jetzt irgendwas machen können. Aber wir können ja trotzdem schon mal schauen. Hier zeigt er mir dann an, was ich alles installieren kann und installieren möchte. Zum Beispiel, wenn ich hier auf Internet gehe, habe ich die Möglichkeit, einen alternativen Browser zu installieren, wie zum Beispiel den Opera-Browser. Ich kann Steam installieren. Hier ist jetzt das Installieren noch ausgegraut, weil er sich die Aktualisierung noch holt. Und so ist hier alles links in Rubriken und Kategorien und Rubriken aufgeteilt. Und dann kann ich die Software installieren, so wie ich sie haben möchte. Des Weiteren ist das auch eine Besonderheit von, was es bei GNOME in der Form so nicht gibt. Ich kann über das Software Center direkt KDE-Module und KDE-Erweiterungen installieren, da sei es eine neue Leiste oder ein Dock zum Beispiel, dann diverse Mini-Programme, ja, wie zum Beispiel Übersetzer. Launchpad ist ziemlich interessant. Das Launchpad, das ist erinnert einen dann so ein bisschen an die Smartphones. Und ich kann auch die Farbschemata mir auswählen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte, dass mein KDE so aussieht wie Windows 11. So, wir machen das Discover Center wieder zu und gucken, was wir sonst noch so Schönes haben. Anwendungen, System. So, wir haben das Info Center, das werde ich jetzt hier auch mal aufmachen. Hier werden mir dann sämtliche Hardware- und Softwareinformationen angezeigt, was auf dem System gerade verfügbar ist. Das kann durchaus sinnvoll sein im Support-Fall, wenn ich also Probleme habe und ich Hilfe von der Community benötige, dann kann ich hier diese Information einfach in die Zwischenablage kopieren und dann entsprechend im Forum wieder einfügen. Ja, hier sehe ich dann auch die Festplattenauslegung, wie viel gerade verwendet wird, wie viel Energie gerade verbraucht wird. Das ist dann für Notebooks immer ziemlich wichtig. Ich glaube, das wird hier gerade gar nicht angezeigt. Und vieles, vieles mehr. So, dann was haben wir noch? Anwendungen, System. Dann Dolphin ist ein ganz normaler Dateimanager.
Hier habe ich dann Zugriff auf meine eigenen Dokumente, auf meine Downloads. Das ist jetzt natürlich alles leer, also auf meinen persönlichen Ordner. Und wenn ich die versteckten Dateien angezeigt haben möchte, drücke ich einfach Steuerung H. Also H wie Heinrich. Und dann habe ich hier auch Zugriff auf den Konfigurationsordner und kann so noch ein paar Sachen einstellen, wie zum Beispiel die Bash-RC-Datei, wenn ich das denn haben möchte. Wobei die, glaube ich, hier jetzt gar nicht drin ist. Ah, hier unten ist die Bash-RC-Datei. Ja, damit kann ich dann die Konsole zum Beispiel konfigurieren und vieles, vieles mehr. Auch andere Software lässt sich immer hierüber konfigurieren. So, jetzt öffnen wir aber mal das Terminal, nämlich die Konsole. Und schauen wir mal, wir machen mal ein bisschen größer. Oder wir können ja direkt mal Vollbild machen. So, und ein bisschen größer. Und dann frage ich einfach mal, was ich denn hier für eine Shell standardgemäß nutze. Und dann sagte mir bin Bash. Das heißt, ich bin in der Bash Shell. So. Für all jene, die gerne mit der Konsole auch nebenbei arbeiten und sagen, nee, ich möchte nicht immer nur irgendwelche Programme dann öffnen, nur um etwas zu machen, wie zum Beispiel zu updaten, dann kann ich die Updates und Installation auch hier direkt in der Konsole durchführen. Bei Ubuntu und Debian kennen wir das bereits mit apt-install, mit dem apt-Paketmanager. Da gibt es dann apt-update und apt-install. Ja, sowas Ähnliches gibt es hier auch. Das heißt aber nicht apt, sondern zipper. Und wenn ich einfach nur zipper und apt eingebe, sagt er mir auch, dass ich Rootrechte brauche. Also sudo zipper apt. Dann sage ich einmal jawohl. Und dann werden die Paketlisten geprüft und hier bietet ihr mir auch schon an, dass YAS2 Übersetzungen neu installiert werden möchten. Ich sage einfach ja und drücke Enter und fertig ist er mit der Installation. Das ging also super schnell. Ja, also zipper ab. Ich kann auch einfach update voll ausschreiben, wenn ich das ab mir nicht merken möchte. Ja, das ist im Prinzip genau dasselbe. Wenn ich etwas installieren möchte, ich mache mal hier wieder sauber. So, wenn ich etwas installieren möchte, dann gebe ich einfach ein sudo zipper und dann, wer hätte es gedacht, install und dann zum Beispiel neo-fetch. So, dann sagt er mir, was installiert werden möchte. Und ich sage einfach, ja, möchte ich. Und dann schauen wir mal, wie lange das dauert. Das geht recht schnell und schon ist er auch fertig. Und dann können wir mal schauen, wie das Ganze aussieht. So sieht das Ganze dann aus. Hier haben wir dann die NeoFetch-Information. Ich möchte aber, bevor wir jetzt hier gleich zum Ende kommen, mal ganz fix noch Multimedia öffnen. Wir haben nämlich ja was noch installiert, nämlich den Amarok Player haben wir installiert und den wollte ich mir mal noch anschauen. So, Musikpfad Home ist in den Systemeinstellungen gesetzt. Möchten Sie diesen als einen Sammlungsordner verwenden? Ja, natürlich, klar, warum auch nicht? So, und so sieht dann der klassische Amarok Player aus. Der hat sich optisch schon ein kleines bisschen verändert. Der sah mal ein bisschen anders aus, daran kann ich mich noch entsinnen. Und hier haben wir auch schon einen Beispieltitel. Ja, sehr gut. Geht ein paar Sekunden. So, hier kann ich die Lautstärke auch auf stumm stellen. Und wie du gerade gesehen hast, hier unten wird der Amarok Player auch unten in der Taskleiste quasi in der Taskleiste angezeigt. Und sobald ein neuer Titel erscheint, ploppt dann hier so ein Fenster auf, ein Informationsfenster. Und dann wird mir der nächste Titel angezeigt. Super. Okay. So, und wenn ich den schließe, bleibt er trotzdem hier unten geöffnet und das Lied spielt noch weiter. Das hören wir natürlich nicht, weil ich habe es ja gerade auf stumm gestellt. So, ich mache jetzt hier beenden. So, und dann ist er wieder weg. Ja, was ist denn überhaupt jetzt mitzunehmen aus dem heutigen, ja recht kurzen
Review von OpenSUSE. Ich finde, OpenSUSE ist für jeden zu empfehlen. Es ist unglaublich kraftvoll mit den besten Paketen und mit allen Softwarepaketen, die momentan auf dem Markt soweit verfügbar sind. Installiere dir das Ganze ruhig. Das ist OpenSUSE wird von einer Community betreut, die seit vielen, vielen Jahrzehnten sehr, sehr viel Erfahrung hat mit Betriebssystemen. Nur für welches Betriebssystem solltest du dich denn jetzt entscheiden? Tumbleweed oder Leap? Tumbleweed ist genau das gleiche wie Leap, quasi nur mit dem Unterschied, dass dort die Software wirklich immer aktuell ist und fast jeden Tag ein Update gemacht werden muss. Ähnlich wie bei Arch Linux. Ja, das ist ein sogenanntes Rolling Release. Das heißt, für den normalen Endanwender ist OpenSUSE Leap immer zu empfehlen, weil dort die Software auf jeden Fall stabil funktioniert. Ja, und von daher probier dich ruhig mal aus. Ich glaube, das ist die beste Alternative zu allen möglichen Betriebssystemen. OpenSUSE mit dem süßen Chamäleon. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet.